Noch ein Tag, dann ist das Leben von Lothar Flath ein anderes. Eines ohne Magen. Eine Gefühlslage aus Angst und Hoffnung gleichzeitig. Also ich habe doch Schmerzen ab und zu und das zieht überall hin, die Schmerzen. Und das möchte ich ja nicht mehr haben. Gell. Ich bin froh, wenn das Ding raus ist. Gell. Aber es wird wahrscheinlich eine schwierige Zeit, kompletten Magen entfernen. Aber auch gut, dass die Schmerzen da waren, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht zum Hausarzt gegangen und gesagt, ich würde gerne mal eine Magenspiegelung machen. Lothar Flath hat Krebs und soll morgen den kompletten Magen im Klinikum Darmstadt entfernt bekommen. Das Klinikum Darmstadt ist für 1,2 Millionen Menschen in ganz Südhessen zuständig. Hier arbeiten 3.350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es gibt 963 Patientenbetten, 16 OP-Säle, 7 Kreissäle und 3 Intensivstationen. Der OP-Tag ist da. Doch es kommt alles anders. Über Nacht ist ein Notfall reingekommen, eine Magenperforation. Das hat jetzt Vorrang. Das OP-Pflegeteam ist mit dem Notfall beschäftigt und deshalb kann die geplante große Magen-OP noch nicht beginnen. Anästhesist Professor Martin Welte sowie Chirurg Dr. Florian Graupe und ihr Patient Lothar Flath warten. Und das, obwohl eigentlich genügend OP-Säle da sind. Betriebswirtschaftlich ein Desaster. Wir können nicht alle OP-Säle momentan betreiben, weil wir insbesondere im Bereich der Pflege, Anästhesiepflege allem voran, einen Personalengpass haben, sodass wir die physikalisch vorhandenen Säle nicht alle benutzen können. Das ist kein Phänomen, das auf Darmstadt beschränkt ist. Ich bin ja wirklich gut vernetzt und kenne wirklich alle Kollegen der Umgebung. Es gibt kaum jemanden, der alle vorhandenen OP-Säle wirklich betreiben kann. Dann geht es endlich los für den 71-jährigen Lothar Flath. Anästhesist Welte wird jetzt fast eine Stunde brauchen, bis der Patient vorbereitet ist für die große Operation. Ich glaube, das grüne Bändchen ist dran, dann haben wir das erledigt. Das machen wir jetzt nicht noch. Lothar Flath ist hier nicht nur Patient mit einer großen Magen-OP, sondern auch eine Nummer, eine sogenannte Fallpauschale. G03C, so lautet der Abrechnungscode für das Klinikum. Guter Dinge. Ich bin nicht aufgeregt. Das ist gut, ich auch nicht. Ja. Ich auch nicht. Die OP startet. Sie wird einige Stunden dauern. Der Eingriff wird minimalinvasiv gemacht, wie inzwischen fast immer, wenn es geht. Das schont den Patienten. Und das Trauma durch die OP verringert sich. Alle sind jetzt konzentriert. Seit 37 Jahren arbeitet Dr. Florian Graupe als Chirurg, macht viele große Operationen. Aber Komplikationen kann es immer geben. Aufregung würde ich das nicht nennen, aber Respekt vor dem Ganzen, das muss man haben, weil jede Operation ist anders und jeder Moment kann ein schwieriger Moment sein. Und es sind halt schon Schicksale, nicht? Der Patient ist nicht viel älter als ich. So vor dem Hintergrund geht das dann schon manchmal so in die Tiefe. Und wenn man dann noch Schwierigkeiten hört, die die Patienten haben, Respekt, aber in keiner Aufregung. Streng überwacht und dokumentiert wird die OP vom Anästhesisten. Auch Medikamente werden nachgespritzt. Der Patient ist momentan Gott sei Dank völlig stabil, also alles im erwarteten Rahmen. Wir haben wirklich stabilen Patienten und das ist auch gut so. Mit feinen Geräten trennt Florian Graupe Stück für Stück den Magen von den umliegenden Organen ab. Und dann gibt es plötzlich ein Problem. Der Krebs könnte in den Bauchraum gestreut haben. Dann würde der Chirurg den Bauch gleich wieder zumachen, denn die Operation würde keinen Sinn mehr machen. Dr. Graupe nimmt eine Gewebeprobe. Also schicken wir jetzt weg zur feingewebigen Untersuchung. Das dauert jetzt eine Viertelstunde, 20 Minuten. In der Zeit machen wir einfach die Sachen so weiter in aller Ruhe und warten dann, was darauf herumkommt. Das verdächtige Gewebe wird sofort in die Pathologie geschickt. Ein Rohrpostsystem verbindet die gesamten Gebäude des Klinikums miteinander. Das spart Zeit. Von dem Ergebnis wird abhängen, ob Lothar Flath mit dieser Magen-OP das Leben gerettet werden kann.